Mad Max Spiel fortsetzen. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Mad Max. Der ist böse, ich bin lieb. Der kriegt von mir einen Hieb. Ha. Die Feldflasche zeigt an, wie viel Wasser Max mit sich bla bla. Im Pausemenü kannst du bla 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 speichern und er lädt bla bla. Und da sind wir. Guten Tag. Und dann drum, drum. Wuff, 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 wuff. Ach ja, der kleine Hund, der ist immer noch kaputt. Ein bisschen. So. Ein bisschen. Ja, da waren wir zuletzt. Wir haben jetzt ein Auto. Zumindest eine schicke Karosserie. Und ich muss sagen, das sieht toll aus. E halten, Mission beginnen. Welche Mission? I need more than just a body and some wheels. Hey, man! We need parts, scarce as they are. Help me gather all this scrap. I'll fashion a harpoon. Alter, das sieht so strange aus. So, die Arbeit der rechtschaffenen Hauptmission. Sammle den Schrott. With the harpoon, Zack. Bin ich jetzt hier ein Müllsammler oder was, du Spacko? Ich tritt dir gleich in den Arsch. Sammle deinen Scheiß selber zusammen, Pissbacke. Halsmaul. Jetzt zeige ich dir gleich hier, wer hier der Ork ist. So, Schrott wird zum Bau von Verbesserungen des Magnum Opus verwendet und kann im ganzen Ödland gesammelt werden. Ich sammle das Gedöne hier mal ein. Kann ich nicht laufen? Der rennt immer so hektisch. Feuer? Nein. Was passiert, wenn ich den ganzen Müll hier eingesammelt habe? Ist aber schick hier, fehlen nur die Blumen. So. Just junk and parts. Yeah, but the jag tip, it's not here. It's not here at all. Der Widerhaken. It's just there for safe keeping. Wo ist dann dein Bett? Wo schläfst denn du? In einer Öllache? Renn. Ne, warte mal, wie rennt er so? Da draußen. Hä? What? Kann ich da auch hinfahren? Was ist das für ein Auto? Ach, das ist die alte Kiste. Okay. Ja, sowas habe ich mir schon gedacht. Alter Schlappen. Hab ich. Check. Hier liegt echt eine Menge Schrott rum. If the hunchback delivers, this harpoon will be very useful. Los, lauf, lauf, lauf. Im Sand lässt sich echt schlecht laufen. Got the jack tip. Hier. Was? Willkommen in der Werkstatt. Hier wird der Magnum Opus gebaut und angepasst. Die Kategorie Harpune ist mit dem Missionsziel grüner Punkt markiert. Gehe nun dorthin und montiere die Standardharpune. Ender. Was? Wo? Auspuff, hier sind so Sachen. Ja, was weiß ich? Rammgitter, durch Hinzufügung eines frontalen Gitters wird der allgemeine Rammschaden an Fahrzeugen und Bauwerken erhöht. Bei direktem Aufprall bietet es auch Schutz für die Vorderseite des Fahrzeugs. Abwehrstachel, Felgen, Booster, Aufhängung, Reifen, Auspuff, Snippergewehr. So, Max hat den Widerhaken und genug Schrott beschafft, um die Max und Moritz, nein, Max, um die Standardharpune anzubauen. Okay. Ja, und jetzt, was ist? Was soll ich jetzt machen? Waffen. Du bist doch fertig jetzt, oder wie? Noch nicht. Zurück? Pause? Was willst du? Ah, okay.
Okay, ich muss das bestätigen. Standard-Harpune für 15 Schrott kaufen. Gut. Ich habe eine Standard-Harpune erfolgreich installiert. Max hat genug Schrott gesammelt, um ein Rammgitter anzubauen. Enter. Wähle die Kategorie Rammgitter. Enter. So. Rammgitter. Das habe ich gerade vorgelesen. Soll ich nochmal? Nö, ne? Baue die Verbesserung Raufstange. Mache ich. Was noch? Okay, die Raufstange. Wie viel Zeug habe ich eigentlich? 121. Ach so, da unten rechts. Da steht's. Oh, die Raufstange. Mit einer einzelnen Stange zu stoßen und zu schieben ist zwar besser, als sich nackt ranzuwagen, aber nun ein kleines bisschen mehr. Erhöht die Rammkraft um 10%, verringert den Schaden durch frontale Zusammenstöße um 10%. Ja. So, drücke Escape, um die Werkstatt zu verlassen, bla bla. Das heißt, ich habe noch mehr Zeug, oder? Ich habe jetzt noch 110. Was ist das? Kühlerfigur. Sollte ich mir was Nützliches? Panzerung? Also sollte ich mir jetzt was Nützliches drauf machen oder was Schickes? Durch Hinzufügen einer Kühlerfigur erhält der Magnus Opus einen Wertebonus. Ja, und dann kann ich mir dann ein Eis kaufen oder was? Sorry, verstehe ich nicht. Was soll ich damit? Unnütz. Genau wie Gemüse. Nein, ich mag Gemüse, besonders Spinat. Motor. Ach komm hier, Motor ist doch voll schick. Durch Verbesserung des Motors kann man die Beschleunigung des Fahrzeugs erhöhen. Es gibt zwei Sorten Motoren. Den Standard V6 und den begehrten V8. Ja, ich hätte gern V8 da. Auspuff. Durch die Verbesserung des Auspuffsystems und der Rohrverteilung lässt sich die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs steigern. Also die Höchstgeschwindigkeit und die Leistung. Reifen. Schicke Reifen fände ich aber gut. Im Ödland gibt es unterschiedliche Straßenoberflächen. Mit der passenden Reifensorte lässt sich das Fahrverhalten des Fahrzeugs deutlich verbessern. Ja, weiß ich noch nicht. Die Aufhängung. Eine höhere Aufhängung erleichtert die Fahrt durch felsige Gebiete und verhindert Schäden am Fahrgestell. Boop. So. Ja, das ist doch, dann muss der nicht so viel reparieren, aber ich weiß es nicht. Booster. Booster können den Aufprallschaden beim Rammen feindlicher Fahrzeuge und Bauwerke erheblich erhöhen. Ja. Felgen, wenn man seinen Rädern Felgen hinzufügt, kann man doch Reibungsschaden bei feindlichen Fahrzeugen verursachen. Ja, das ist doch mal was Schickes. Schaden bei anderen ist besser als bei mir. Keine Felgenausrüstung. Was? Diese Felgen wurden für eine friedlichere Zeit geschaffen, als Maschinen noch nicht gegeneinander antreten mussten. Sie verfügen über eine traurige Anmut, doch sind sie leider absolut nutzlos. Ja, diese Felgen aber nicht. Ist gesperrt? Habe ich nicht. Alle, komm, wozu habe ich denn ganz Kladderadatsch hier? Wenn ich das eigentlich nutzen kann. Mach jetzt. Ich will aber. Ach ja, ist immer so. Das, was ich will und das, was ich bekomme, ne? Mit Standardfelgen kann kein Schleifschaden verursacht werden. Ne, echt jetzt? Ja, deswegen will ich doch die da drauf machen. Ja, und was kann ich dann machen? Nee, geht auch nicht. So, ich check hier mal durch. Ah, ich könnte hier Rammgitter dran machen. Hab ich doch schon gemacht oder nicht? Hä? Verstehe nicht. Geht nicht. Hey, ja, das ist jetzt wieder so eine Logik hier. Panzerung nicht. Motor. Kann ich auch nichts machen. V6, habe ich zu wenig Kohle oder was? Ich glaube, das braucht noch eine Weile, bis ich das hier check. Was ist das? Standardauspuff.
Schnipper ist gesperrt. Harpune habe ich drauf. Achso, das hat Häkchen dran, ich Trottel. Gesperrt. Seitenbrenner ist noch gesperrt. Reparaturgeschwindigkeit, das habe ich. Was bist du? Death Rattle. Die Karosserie. Furnace. Sieh diesen wunderschönen Körper, den ich den Furnace getauft habe. Der Magnum Opus wird in einem solchen edlen Gewand gut aussehen. Ändert die Karosserie. Ja, habe ich doch. Was soll ich da? Oh, Lackierung. Ach komm. Gib mich eine Lackierung. Die ist rot. Mhm. Alles gesperrt noch. Alles gesperrt. So viele Sachen, die hier sind. Okay. Hm. Ja, dann denke ich mal, das war's. She'll need nitrous. I know how, but we'll need the parts. We just get them. It'll be easy with the harpoon. Yes, but first, Scrotus war boys are out there. Mm. And if we don't weaken their numbers, why, it'll mean the end of you, me, and the magnum opus. All right, let's do it. Nun gut, verlasse Chums Versteck. Chummy Bummy. Hm. Aber mit dem Auto natürlich. See those metal monsters? Scrotus War Boys put them up to mark their turf. Bring them down for good. Ramming could damage our front, but it should work. Ich soll die Dinger abrammen, aha, okay. Hui! Fünf? Na, fünf über oder was? Da oben ist noch einer. Oh, ach, da kann man. Ich fahre ein bisschen spazieren. Another vulgar monument to the Cardiffites. Tear it down. Was kaputt ist, ist kaputt und lässt sich nicht reparieren. Aber ich habe da so einen kleinen Hobbit hierbei oder einen kleinen Ork oder sonst irgendwas, das sie da darstellen soll. Der macht es schon, wenn mein Auto kaputt ist. Mann, das war blöd. Was? Die Harpune ist eine mächtige Waffe, die benutzt werden kann, um Bauwerke wie Vogelscheuchen niederzureißen. Zielen und Feuer. Was? Hä? Ich mach doch, ich drück doch hier. Hallo. Also, die Harpune. Wie schießt das Ding denn ab? Linke Maustaste. Willst du mich jetzt verarschen? Eingeschränkt rammen. Ja, ich komme aber nicht dran. Der schießt nicht. Harpune feuern. Ach, jetzt hat er es. Mit Fahrzeug ziehen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Die Idee ist ja da, aber die Ausführung ist oft scheiße. Tschüss. Yes, yes, to see if they've nasty surprises and wait for the righteous.
So, das waren glaube ich zwei. Ich habe noch drei vor mir. Ja, nee, das war der dritte, ne? Naja. Hilft doch gar nichts. Hier ist nur der grüne Punkt. Okay, ich sehe mir das Lager vom Aufsichtspunkt an. So, aussteigen.